Liebe Gartenfreunde, hier siehst du meine Reihenfolge, wie ich anpflanze. Zuerst brauchst du so einen Pflanztopf. Ich habe ganze 100 Stück davon. Witterungsbeständig, stabil. Die knietschen nicht zusammen. Ja, und dann, ja, jetzt haut's durch. Erde, auch was Neues kommen lassen. Ganz, ganz weich und leicht und ja, nichts drin, ne? Ganz toll. Dann, ja, hier, gesiebt, gewaschen, frei von Schadstoffen, Sand, gleich mal so drüber gestriffen und dann ein Löschli gemacht. Dann brauchst du Pflanzen natürlich und dann soll es so aussehen. Gegen Trauermücken.